So, da bin ich wieder. Und wir sind an einer etwas anderen Stelle, als wir eben aufgehört haben. Das liegt daran, dass ein Teil der Aufnahme leider verloren gegangen ist. So ungefähr 10, 12 Minuten oder so waren es. Nach der letzten Folge, vor dieser Folge. Ich habe allerdings nicht so viel gemacht. Ich habe die Dinger hier aufgebaut. Das konnte man, glaube ich, nicht mehr sehen. Also diese Holzbretter, die wir brauchen, um die braunen Chips herzustellen. Und habe dann ein bisschen im Auge behalten, ob das jetzt einigermaßen hinkommt. Aber es liegt nicht mehr wirklich an den Holzbrettern. Wie ihr sehen könnt, in der... Das ruckelt so sehr hoch und runter. Ich glaube, in der sechsten Zeile von oben. Da sind jetzt inzwischen 1200 von den Holzbrettern drin. Und trotzdem kriegen wir nicht genug braunen Chips. Das heißt, es liegt eher daran, dass wir einfach nicht genug Fabriken haben. Und dass die Drahtversorgung nicht hinterherkommt, weil Draht einfach nicht schnell genug hergestellt wird. Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch mehr. Warte mal. Eigentlich müssten wir das so machen, oder? Weil dann ist irgendwann alles voll mit Draht und das Holz wird nicht mehr angeliefert. Ja, nee. Wir sollten den Draht da ganz rausnehmen. So, dass jetzt wirklich alles rübergebracht wird und nichts mehr eingelagert. Das gleiche hier auch. Dann haben wir jetzt allerdings gar kein Kupferdraht mehr im System, was nicht so gut ist. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch eine Fabrik, die nur Kupferdraht herstellt für diverse andere Sachen. Und die Laser-Turrets sind fertig. Sehr schön. Also die, ne? Topaz-Turrets. Den Rest... wir sollten weiter in Richtung Power-Armor gehen. Und zwar eigentlich jetzt schon die nächste Power-Armor, aber da war irgendein Haken. Ich weiß nur gerade nicht welcher. Na, wo sind die Rüstungen jetzt schon wieder versteckt? Guck mal hier unten irgendwo. Da. Ugh. Ja, Speedmodule 3, Speedmodule 2. Dafür bräuchte ich 50 von denen. Mach mal. Aber ich glaube, ich habe gerade gar keine von diesen blauen komischen Dingern. Von denen da. Speed Circuit Board. Ja, auf jeden Fall, das habe ich halt gemacht, das aufgebaut, das Ganze ein bisschen im Auge behalten. Und sonst glaube ich nicht viel. Wir hatten unten noch mehr von den Liquid-Händlern gebaut gehabt, aber da wart ihr glaube ich noch dabei. Ich habe angefangen, das mit dem Grünen zu machen, da wart ihr glaube ich auch noch dabei. Ja, nicht wirklich viel verpasst. Außer halt 10 Minuten, wo der Balken ganz langsam Richtung Dopastürme gegangen ist. Apropos Dopastürme. Es fehlen Raw Topaz. Raw. Nicht ernsthaft. Nein! Okay, das ist nicht gut. Ich verarbeite gerade allen Raw Topaz zu Cut Topaz Dingern. Ja, damit. So, und du. Naja, nicht allen, weil das ja beschränkt ist dadurch. Ja, okay. Bau bitte 11 Bronze Topaz Türme. Warte bitte vor, dass ich genug Zeug habe. Und dann mache ich daraus die hier mit Cut. Davon hätte ich gerne auch noch ein Stack. Und dann benutze ich die Silbertürme. Mit 75 Reichweite. Ja, sehr schön. Die da waren exponentiell viel zu teuer. Das lassen wir erstmal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Allerdings hatten wir jetzt noch ein paar andere Sachen vorzulegen. Wir brauchen jetzt noch die Drahtfabrik. Wir müssen den Draht auch mal irgendwie ins System schmeißen. Wir müssen jede Menge Kram hier wegsortieren. Ich gehe mal ganz kurz zur Recycle-Anlage. Ob ich die Kapazitoren recyceln kann. Weil die werden über sein, richtig? Selbst wenn wir jetzt aus allen MK3 machen, werden ja alle vorhandenen dann über sein. Ich guck mal ganz kurz. Nö, geht nicht. Aber ich kann mal ein bisschen Zeug hier mopsen. Ja, okay, erstmal Inventar aussortieren. So, du kriegst hier ganz viel Draht. Und die Mauern mache ich auch gleich, ja.
Gott. Und ich wollte alles in lila Kisten schmeißen, fällt mir gerade ein. Aber das hier oben ist ja egal, das wird ja später hier abgerissen. So, weg, 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 weg. Komische Pumpen weg. Das mal wieder weg. Underground Tank, der viel zu riesig war, weg. Ein davon weg. So, Mauern her. Ist immer noch ganz schön mau hier, was Mauern angeht. Und auch das könnte ich wohl wieder mit dem Upgrade-Tool machen. Aber das ist mir, wie gesagt, ein bisschen suspekt. Oh, und wo ich gerade unten bei den Edelsteinen war, da wurde auch schon vor etlichen Folgen gesagt, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Und zwar fordere ich irgendwo Eisenerz an, statt Stein, die wir normalerweise zum Schmöbeln brauchen. Es gibt übrigens auch noch ein anderes Rezept für die Edelsteine, was nicht ganz so viel Edelsteine verbraucht, um die besseren Edelsteine herzustellen. Das hat allerdings den Nachteil, dass man dafür noch mehr Fabriken braucht, um erstmal diese Schleifpaste herzustellen. Da ich eh unendlich viele Edelsteine herstellen kann, im Gegensatz zur letzten Staffel, habe ich damit nicht so wirklich ein Problem. Wenn das irgendwann mal knapp wird, können wir darauf zurückgreifen, aber jetzt ist das so okay. Und das sieht doch schick aus. Alles schön gelb und dann unten gleich Clownsgrün. Das sind noch Bronzetürme, ne? Ja, okay. Die Stahlzahnräder bräuchte der Mann. Weg, 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 weg. Ich hätte gerne Stahlzahnräder. Und irgendwas war noch gerade wichtig. Oh, genau, Draht. Bitte so dich. Und bitte dich wegmachen. So, erst wegmachen und dann hinsetzen. Oh, du bist noch ein falsches Blueprint. Weg mit dir. Weg damit. Und so, ja, das müssen wir gleich alles rausnehmen. Danke für das ganze Holz. Ach. Tu mal, tu mal. Lila Kiste ist da. Tu das mal alles wieder da rein. Das auch da rein. Die Steinmauern. Wirkt jetzt vielleicht ein wenig komisch, aber ich tue die Steinmauern mal hier rein. Und tu das dann alles in der Lila-Kiste. Weil es sind Steinziegel. Ich glaube, 2 Steinziegel pro Mauer. Und wir brauchen ja doch auch dann mal auch Steinziegel. Dann entlasten wir damit jetzt die Liquid-Händler unten, die Stein herstellen und nicht Steinziegel. Genau. Na, die. Stopp. Die brauchen wir, glaube ich, noch für was anderes. Ja. Draht wollte ich endlich herstellen. Du forderst bitte Kupfer an, und zwar in etwas höheren Mengen. Und du stellst bitte Draht her. Und zwar so. Und die ist jetzt nur dafür da, alle Fabriken zu beliefern, die Draht brauchen, es aber nicht direkt daneben hergestellt bekommen, wie die Chipfabriken. So, haben wir langsam braune Chips im System? Ja, ich sehe 500 Stück. Weiße sehe ich 1500, grüne sehe ich keine. Was fehlt die jetzt schon wieder? Ferric anscheinend. Wir haben kein Ferric Chlorine. Ja. Wir werden angegriffen? Ja, das ist okay. Wo ist unsere Auffüllanlage? Hier. Deshalb brauche ich noch mehr von den da. Dafür bräuchte ich weiße Bretter. So. Damit die Forschung mal irgendwann weitergeht. Und jetzt, warum kommt da kein Zeug an? 0, 0, 0. Ah. Dreckiges Erz. Wir haben kein dreckiges Erz. Das war eine von den Sachen, die ich... warte mal, das hier ist normales Erz, ne? Ja.
Woher hatten wir damals dreckiges Erz? Klaus hat noch von Hand abgebaut, ne? Ne, nicht von Hand. Das war noch von den Uraltanlagen oder so. Okay, dann machen wir hier ein Mining Drill hin, der absolut nicht in die Umgebung reinpasst. Du machst damit deine Kiste voll. Und dann hast du unten eine Kiste, die das anfordert, hoffentlich. Wo fliegst du gerade hin? Achso, zu der falschen Kiste. Genau, der fliegt jetzt zu der Kiste, die eigentlich gerne Stein hätte, wo ich mich verklickt habe. Hier wollte ich eigentlich hin. Ist nicht durch, komischer Maschinenpark. So, bau bitte einen davon. So. Mach eine blaue Kiste dahin. Du forderst jetzt bitte dreckiges Eisenerz. Und dann passt das hier auch alles soweit. Und dann, bevor jetzt die Fabrik unten, die es gar nicht braucht, alles an dreckigem Eisenerz klaut, fixen wir die auch noch kurz. Mann, Mann, Mann. Dann können wir auch unsere ersten Türme mal setzen. Und zwar da oben und da links sind ja unsere Hauptangriffspunkte, wenn ich das richtig sehe. Genau, du hier. Damit, du hättest gerne Stein. Viel besser. Okay. Okay. Wir werden keinen Mangel an Edelsteinen haben. Sehr gut. Das Zeug wird noch angeliefert, ja, das ist okay. Hier. Wo sind meine Türme? Da, nein. Da, 4 Stück. So, die sollten jetzt etwas weiter nach hinten. Das heißt, ich mach die mal da so hin. Und zwar immer ein Pfosten, 2 Stück ran, dann ein Pfosten nix, ein Pfosten, 2 Stück ran, ein Pfosten nix. Und so gehen wir jetzt langsam einmal rum. Auch wenn das sehr lange dauern wird, das alles aufzubauen. So. Da bin ich mal gespannt. Aber das ist eine Riesenreichweite, das kennen wir von früher schon. Die müssten bis hier oder so schießen nachher. Könnt ihr mal angreifen, Jungs? Was, wenn ich entgegenkommt? hier. Dann baue ich halt so lange ein bisschen Mauern auf. Bis hoffentlich ein Angriff kommt. Jetzt scheuen sie sich. Pah. Das war's schon am Mauern? Okay. Setz mal eine lila Kiste bitte hier hin und schmeiß mal das da rein. Und die Rohre, die ich jetzt doch gerade nicht brauche. Und die Leiche. Und die Dinger da. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob unten die Forschungsanlage das sofort sich schnappt. Wetten, jetzt kommt gleich der Angriff wieder, wenn ich weg bin. Ich gehe jetzt nach unten und gucke zu der Anlage, ob da irgendwo eine blaue Kiste ist, die alle Modulforschungskomponenten sich irgendwie greift. Aber das sieht nicht so aus. Das heißt, wir bräuchten noch eine blaue Kiste. Fordere mal hier an. Blaue Kisten, so. Da kommt schon wieder Ferret-Lösung, das ist gut. Und da sind die blauen Kisten. So, du hättest gerne alles an diesen Dingern. Und zwar die erste Stufe. So. Und jetzt bist du am Forschen. Bist allerdings alleine. Es wird dementsprechend ziemlich lange dauern, richtig? Oder ist die irgendwie effektiver? Nicht wirklich. Ach. Ja, also müssten wir echt einen Forschungspark allein dafür aufbauen. Was ärgerlich ist. Aber gut. 5 Stück davon bauen, bitte. Warum habe ich nicht genug Stahlzahnräder? Die da abbrechen. Okay, die müssen jetzt erst angeliefert werden. Das ist okay. Was noch? Nichts eigentlich. Wir warten jetzt nur darauf, dass genug Sandmauern hergestellt werden, damit wir das einmal komplett rumziehen können. Wir warten darauf, dass wir genug von den Topaz-Türmen haben. Sobald die genug da sind und in dem neuen Muster einmal rumgeballert sind,
dürften wir absolut sicher sein, was Angriffe angeht. Jedenfalls bis die Könige kommen. Und wenn die Könige und Königinnen da sind, müssen wir einfach nur noch mehr Tupas-Türme hinbauen. Das heißt, unser Fokus liegt jetzt darauf, die Forschung auszurichten auf entweder Wirtschaft oder auf unsere Power-Armo MK2, damit wir mehr Basen zerstören können. Aber ich bin gar nicht so wirklich daran interessiert, jetzt gerade Basen zu zerstören. Das war ganz entspannt in den letzten Folgen, das ein bisschen zu machen. Aber wir haben jetzt ein stetiges Einkommen durch die ganzen Angriffe. Das heißt, es ist nicht mehr so wichtig. Es wurde auch schon mehrfach vorgeschlagen, dass ich doch diese Alien-Artefaktbäume nutzen soll. Oder die da. Allerdings finde ich beide Varianten ein bisschen, naja, fast schon überpowered. Deswegen halte ich mich da noch ein bisschen zurück. Das mag sich ändern, wenn wir wirklich viel zu viele Folgen damit verbringen, einfach nur zu warten, dass genug Angriffe kommen. Was ich auf jeden Fall machen könnte, wäre die Kiste nicht mehr zu beschränken, die Fließbänder herstellt. Und dann einmal komplett rum um die Basis die Fließbänder zu bauen.